Ah, das liegt daran, weil wenn Sie rauchen, dann bekommen Sie sogenannte nikotinelle Neuronen. Und die führen dazu, dass die Botenstoffe stärker ausgeschüttet werden. Das ist alles richtig. Das Problem ist aber, die Bindung an die Sünde ist eine spirituelle Sache. Das verstehen viele nicht. Und das habe ich auch nicht verstanden. Ich habe gedacht, ich muss mich kasteien. Ich muss mein Leben lang kämpfen, um nicht mehr zu rauchen. Ja, wie ein trockener Trinker. Wie ein trockener Raucher sozusagen. Ich habe so viele Bekannte. Ich habe einen Bekannten, der hat 5 Jahre aufgehört zu rauchen. Und zu Silvester hat er sich eine Zigarette angesteckt. Nur um Knaller anzustecken. Was ist passiert? Er raucht wieder. Das war schon wieder 5 Jahre her. Auch schon wieder 5 Jahre. Von einer einzigen Zigarette. Er war also die ganze Zeit, in der er aufgehört hat zu rauchen, die ganzen 5 Jahre, war er praktisch trockener Raucher, könnte man sagen. Ja? Das heißt, das ist das Problem, die nikotinellen Rezeptoren im Gehirn, die waren schon längst wieder zurückgebildet. Denn wenn wir nicht mehr rauchen, dann gehen die weg. Das ist das Körperliche, was weggeht. Aber trotzdem hatte er so eine starke Bindung noch zum Rauchen. Der Arzt würde sagen, ja gut, da ist noch was Psychisches. Aber das Psychische, was ist das denn? Das ist unser Geist, über den ich gerade gesprochen habe. Wir haben einen Geist, Leute, macht euch das ganz klar. Der Geist kann nicht im Körper, der Geist kann nicht körperlich sein. Der Geist kommt aus einer anderen Dimension. Und in diese Dimension wird der Geist wieder zurückgehen. Und Gott streckt uns seine Hände aus. Er möchte uns helfen, dass wir aus der sündigen Natur Adams, in die wir geboren wurden, herauskommen. Und genau das habe ich erlebt. Das haben alle meine Brüder erlebt. Ich habe mein Leben Jesus übergeben. Und was soll ich sagen? Von heute auf morgen waren die ganzen Begierden weg. Ich konnte das nicht glauben. Jemand hat mir gesagt, du musst das vollständig machen, wenn du in die Kirche gehst. Und das ist alles schön. Aber du musst es vollständig machen, du musst es wollen, du musst diesen Schritt machen. Und das ist das, wovon ich gerade gesprochen habe. Die Wiedergeburt, von der Jesus gesprochen hat. Du musst diesen Schritt machen, du musst sagen, ich übergebe dir mein ganzes Leben. 100%, nicht nur 50%. Und 50% halte ich zurück, so nach dem Motto, aber 2 Zigaretten möchte ich schon noch rauchen am Tag. So funktioniert es nicht. Es funktioniert nur ganz oder gar nicht. Das ist das Geheimnis. Ich bin 15 Jahre auch in den Gottesdienst gegangen. Da hat aber nichts genutzt. Bin in die katholische Kirche gegangen. Dort hat mir niemand erzählt, dass du wiedergeboren sein musst. Dass du dein Leben Jesus übergeben musst. Dass es dann funktioniert. Ich habe gedacht, ich müsste mich quälen mein Leben lang, um aufzuhören zu trinken. Aber nein. Nachdem ich diesen Schritt gemacht habe, ich bin hingegangen, habe gesagt, Gott, ich breite alles vor dir aus. Er kann sowieso, und er schaut in unsere Herzen. Wir können nichts von ihm verheimlichen. Alles, was wir angestellt haben. Das können wir. Er möchte aber, dass wir zu ihm kommen und sagen, Vater, es tut mir leid. Ich habe gegen deine Gebote verstoßen. Es tut mir leid. Bitte vergib mir. Das habe ich gemacht. Und ich habe gesagt, Herr Jesus, ich nehme dich an als meinen Herrn und Erlöser. Bitte komm in mein Herz. Und dann ist es passiert. Es war körperlich spürbar. Und von diesem Tag an habe ich weder geraucht noch getrunken. Ich bin nicht mehr feiern gegangen. Ich habe mir keine unreinen Filme mehr angesehen. Nichts mehr. Ich hatte nicht mal ein Bedürfnis mehr danach. Es war weg. Genauso wie es in der Bibel steht. Wenn du in Jesus Christus bist, bist du eine neue Kreation, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Und das ist das, was ich Ihnen sagen möchte. Kommt zu Jesus Christus. Ihr seid in großer Gefahr. Ich habe euch gerade erklärt, der Mensch hat einen Geist. Dies ist ein bewiesener Fakt. Der Mensch hat einen Geist. Er ist nicht nur Fleisch und Blut, sondern er hat einen Geist. Und der Geist wird weiterleben. Was später geschieht mit dem Geist, das entscheidet aber Gott, der uns gemacht hat. Der entscheidet darüber, was mit uns geschieht. Ob wir nach oben kommen oder nach unten gehen. Denn wie es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben und dann kommt das Gericht. Es gibt kein Fegefeuer, wie die katholische Kirche sagt. Das ist eine Erfindung. Es gibt auch keine Reinkarnation. Ja, das sind Lügen des Feindes. Satan ist ganz schlau. Er muss nicht beweisen, dass das Evangelium falsch ist. Er muss einfach nur andere Theorien in Umlauf bringen, damit die Leute sagen, ja, das verwirrt uns aber jetzt. Jetzt wissen wir gar nicht mehr, was wir glauben sollen.
ist denn jetzt Buddhismus richtig? Werden wir wiedergeboren oder nicht? Ja, aber wir können ganz klar wissen, dass Gott ist der gleiche früher, heute und in alle Ewigkeit. Und Gott ist allmächtig und er ist auch mächtig genug, um sein Wort, das er uns heruntersendet, darauf zu achten, dass es unverfälscht ist, dass wir das richtige Wort von ihm haben. Und das richtige Wort steht in der Bibel. Okay, also lasst euch ein neues Herz geben. Kommt zu Jesus, denn dies ist der einzige Weg, um vor dem Zorn Gottes gerettet zu werden. So steht es im Römerbrief. Du aber in deinem verstockten Herz häufst dir den Zorn Gottes an. Wir haben alle ein verstocktes Herz. Ich hatte es genauso. Ich wollte nicht hören. Ich war zu stolz dazu. Zu stolz, zu Gott zu gehen und zu sagen, Herr, ich unterwerfe mich dir. Du sollst mein Herr sein. Erst als ich das gemacht habe, bin ich geheilt worden, habe ein neues Herz bekommen. Ich habe das gespürt, ich kann es Ihnen sagen, ich habe es körperlich gespürt, wie es aus mir rausgenommen wurde. Die Bindung an die Sünde ist weg gewesen. Und ich möchte euch sagen, dies ist auch genauso biblisch. Es ist so, wie es in der Bibel steht. Und dies ist, was ich Ihnen sagen muss. Wir müssen Sie darüber aufklären, denn es wird nicht mehr in den Kirchen gelehrt. In der Kirche werden Sie nichts mehr hören von Zorn Gottes, von Hölle, von Feuer. Werden Sie nichts hören. Es wird eine Art Wohlfühlevangelium gelehrt. Ja, die katholische Kirche lehrt im Prinzip, wenn du als Baby getauft bist und wenn du gefirmt bist und wenn du dann gute Werke machst, wenn du immer in den Gottesdienst kommst, dann wirst du gerettet. Der Papst Francis hat jetzt noch gesagt, es gibt keine Errettung außerhalb der katholischen Kirche. Du brauchst also nur, das ist eine Werke-Errettung. Aber Gott hat gesagt, keine Werke können dich retten, damit niemand sich brüstet vor Gott. Ja? Wir können nicht vor Gott stehen und sagen, okay, wir haben Diebstahl begangen, aber wir haben ja sonst uns gut aufgeführt, also kannst du das vergessen. Nein, Gott richtet nach seiner Gerechtigkeit. Das ist das Problem. Solange ihr nicht bei Jesus seid, denn er ist der einzige Mensch, der sündlos gelebt hat. Und er hat für uns den Preis am Kreuz bezahlt. Denn wir sind alle Sünder. Es gibt keinen, der ohne Sünde ist. Der Preis der Sünde ist der Tod. Jesus hat ihn für uns bezahlt. Und er wird sagen, wenn wir bei unserem eigenen Gerichtstermin vor dem Thron Gottes erscheinen, wird er sagen, Vater, dieser Mensch bezieht sich auf mein unschuldig vergossenes Blut. Lass ihn herein. Das ist unsere einzige Möglichkeit. Denn der Preis der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben. Halleluja. Gepriesen sei der Herr. Danke.